Willkommen zurück zu einer neuen Runde Bloons Tower Defense Battles. Diesmal noch auf dem Emulator, aber bald, hatte ich angekündigt, ziehe ich auf die Steam-Version um, weil ich hoffe, dass da keine Werbung mehr im Game kommt. So, wir gehen natürlich direkt in den Assault Mode und schauen mal, was für eine Map wir bekommen, was für einen Gegner wir bekommen und was für Türme wir denn mal nehmen. So, die Map ist eigentlich nicht schlecht. Wir nehmen auf jeden Fall den Magier, das Boot und den Bauarbeiter und hoffen, dass wir was Gutes dazu kriegen. Ja gut, können wir nehmen. Können wir nehmen. So, ich bin links, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Wo war denn hier der Anfang? Unten, ne? Unten. Unten war der Anfang. Direkt mit dem Magier anfangen. Schnell mal upgraden, dass wir hier halbwegs standhaft sind am Anfang. Ja, und am Anfang viel schicken. Das hat mir die letzten Male gar nichts gebracht. Absolut nichts. So schnell wie möglich irgendwie den Lightning Bolt bekommen. Ja, er hat nur Dart Monkeys. Das heißt, sobald wir die Metallballons, Metall, Blei, was auch immer, frei haben, werden wir dir mal ein paar von denen reindrücken. Oh, wir können den Lightning Bolt aktivieren, ist sehr schön. Haben wir den schon einmal drin, das ist schon mal ein guter Anfang. Er scheint auch auf irgendwas zu sparen. Ich weiß gar nicht, ob Geschickte von derselben Ecke kamen. No, ich glaube, er schickt. Das müssten Geschickte sein. Müsste aber der Magier ja noch alleine aufhalten. Ja, doch, das schafft er. Gucken wir mal, ob wir ihm auch mal was schicken können. Von wo die kommen? Ja, die kommen auch von oben. Oh, da rauscht schon fast was durch. Vielleicht sollte ich das Boot... Kann ich das hier reinstellen? Kann ich. Sehr schön. Und sofort die ersten Upgrades reinhauen. Oh, er baut die Farm. Er baut die Farm. Da haben wir natürlich auch sehr viel Platz hier umzubauen. Um hier die Farm hinzustellen. Könnte sein, dass er uns vielleicht so ein Mob reindrücken will. Er kommt mit wenig Verteidigung aus. Aber ich muss noch warten, weil die Dinger hier, sie können ja Metallballons nicht angreifen. Angreifen schon, aber nicht beschädigen. Aber die kommen erst ab Runde 10. Während er hier eine Farm nach der anderen baut und wir sparen erst einmal ein wenig. Ab Runde 10, also ein bisschen durchhalten müssen wir noch, dass wir noch hier den Flammenwerfer drin haben. Und den vielleicht auf Zerstörer bekommen. Fehlt nicht mehr viel. 2-2 haben wir. Zerstörer könnten wir schon aktivieren, aber ich brauche erst den Flammenwerfer. Okay, er hat nur Dart Monkeys. Ich warte noch ein ganz klein wenig, dass wir Beginn Runde 11 ihm da mal was reindrücken. Jetzt hauen wir ihm mal hier so ein paar Metallballons vor den Latz, wie es so schön heißt. Die müssten bei ihm sogar easy durchlaufen. Ah, er baut einen Magier. Jetzt baut er einen Magier. Damit kann er natürlich Metallballons beschädigen. Schade, hätte ja funktionieren können. Ich dachte, ich kann ihn damit irgendwie überrumpeln. Hat nicht funktioniert. Gleich können wir aber unseren Flammenwerfer aktivieren. Da ist er. Das müsste schon mal standhaft sein. Die Frage ist nur, worauf er da spart. So, wir haben auf jeden Fall schon mal den Flammenwerfer hier stehen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber was bauen wir jetzt noch dazu? Oder warten wir wirklich... Oder nehmen wir Cannonship? So schlecht war Cannonship eigentlich nicht. Aber hat er die auch schon so hoch, dass die... Vielleicht Camos nicht angreifen können? Wenn wir ihm mal Camo und diese Regenbogenballons reindrücken? Vielleicht? Nein, 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 die haut da alle weg. Die haut da alle weg.
Keine Chance, da durchzukommen. Okay. Das hat nicht funktioniert. Ja, Cannon Ship oder Destroyer? Das ist hier die Frage. Ich würde gern den Zerstörer nehmen. Da fehlt nicht mehr viel. $10 noch. Na komm schon. Spring um, jawohl, Zerstörer. Sehr schön. Haben wir den schon einmal. Vielleicht soll ich noch ein Boot da unten hinstellen. Stellen wir hier noch ein Boot hin. Und gucken, dass wir sofort den Grapeshot bekommen. Wir sind auch schon in Runde 18 angekommen. Und der generiert hier Moneten ohne Ende. Aber wofür? Ich glaube wirklich, dass der uns so ein Moped reindrücken will. Vermute ich mal. Er kriegt damit natürlich Asche ohne Ende. Und ich komme bei ihm nicht durch. Aber er schickt auch aktuell nicht. Er wird warten und warten. Aber bei ihm laufen sie fast durch. Es sind keine Geschickten von mir dabei gewesen. Wenn wir ihm jetzt welche reindrücken, es wird ja langsam eng bei ihm. Allein Camo, Regen und diese... Ja, welche nehmen wir denn da mal? Oder ob wir ihm selber so ein Moped reindrücken sollen? Genug hätten wir ja dafür. Wenn wir ihn so Camo reinhauen. 1500 kostet das. Das ist natürlich eine Ansage, aber vielleicht reicht es, wenn wir ihm jetzt mal so ein Mob reindrücken. 140 Abzug kriege ich. What? Und direkt bei ihm noch boosten. Vielleicht kriegen wir es durch, dass wir mit dem Mob vielleicht gewinnen. Ah, hier hinten kann er ihn nicht angreifen. Wenn er ihn hier vorne zerteilt, die gehen durch. Die gehen durch. Ah, oh, nicht alle. Jetzt habe ich so wenig Moneten, nur noch... Oh, er konnte es noch abfangen, unglaublich. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir wieder an Moneten rankommen. Wenn wir ihm mal noch ein bisschen was reindrücken. Ich muss meine Anzeige hier oben wieder höher bekommen. Oh, das wird... Oh, das wird eng, das wird eng. Ich muss meine Def boosten, ich habe keine andere Wahl. Ja, da habe ich mich mit dem Mob aber ganz schön verschätzt. Das ist jetzt nicht schön. Komm, wir grangen auf Cannon Ship ab. Vielleicht reicht das. Und bauen noch den Nagelwerfer irgendwo hier hinten. Vielleicht da. Und jetzt mal die Reichweite erhöhen, dass er hier auch noch rankommt. Oh je, da haben wir uns jetzt aber hier ein Eigentor geschossen mit dem Moped. Ich wusste gar nicht, dass er so viel Moneten abzieht. Das kriege ich ja deutlich weniger als vorher. Ja, ich muss ihm schicken. Ich muss ihm irgendwas reinschicken, um das wieder anzuheben. Ist riskant, aber ich habe keine andere Wahl. Das ist ja mal ein Problem. Sollen das wenigstens wieder so auf... Na, 200 noch was. Schicken wir ihm nochmal den rein. Ich sage, sparen. Sparen und wenn wir Pech haben, müssen wir noch boosten. Das müssen wir sogar boosten, sonst reicht es nicht. Die gehen durch. Die gehen durch. Aber nicht alle. Ein paar konnte ich abfangen. Ein Glück. Oh, das wird aber langes, hartes Duell. Und was hat es? Das sehe ich jetzt erst. Die Magier-Armee. Jetzt sind wir hier nochmal schnell so ein Bauarbeiter hin. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Boost. Vielleicht reicht's noch. Ah, das war's. Ja, er mit seiner Magier-Armee da. Da hast du natürlich auch einfach keine Chance. Ha. Das bringt mich auf eine Idee, das einfach selber mal auszuprobieren. Nein, ich möchte mir kein Video anschauen, denn ein Duell können wir noch machen. Okay, wir nehmen Magier, Boot und die Farm. So, mal gucken, ob das bei mir auch funktioniert. Ach, Captain Kleber, oh nee, du. Na komm, was soll's, ich habe nicht so viel Energie. Ich brauche ja auch noch Energie zum Boosten. So, die kommen ja aus dem
Dings hier raus, gleich mal den Magier vorstellen mit dem Fireball. Ich muss so lange wie möglich mit wenig Death auskommen. Weil wenn er hier genau am Eingang steht und wir den auf Flammenwerfer haben, müsste er mit dem Flammenwerfer direkt auf den Ballonspawn-Punkt drauf dreschen. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber hier unten ist ja Wasser. Hier unten ist ja Wasser. Jetzt müsste ich da eigentlich schon gleich am Anfang das Boot reinstellen. Na, ich kann es nicht reinstellen, Doch, 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 da! Komm schon, den kriegst du noch, Oh, das war eng. Es wird eng, ich brauche den Grape Shot. Oh, da ist er. Ein Glück. So, jetzt muss ich auf jeden Fall sparen, aber wo drauf? Erst den Lightning Bolt. Oder erst die Farm. Das ist hier die Frage. Crowness brauche ich aber auch schon mal gleich am Anfang. Wenn aber die Kabos auftauchen, dass ich die auch irgendwie platt bekomme. Aber die Farm, sie kostet über 1000. Ja, der Lightning Bolt aber auch. Aber der Lightning Bolt ist wichtiger. Der ist wichtiger als die Farm. Jetzt haben wir den Lightning Bolt, das ist schon mal gut. Target Strong, das sollte funktionieren. Die Frage ist auch, wie viele Schiffe kriege ich da unten rein? Das ist eine interessante Frage. Aber er schickt auch noch nichts, glaube ich. Bin mir nicht sicher, wo hier Geschickte rauskommen. Er hat auch den Lightning Ball, also brauche ich auch keine Kabos reinschicken. Aber ich schicke mal kurz was, um zu gucken, von wo die auftauchen. Die kommen auch aus demselben Spawnpunkt, okay. Das wissen wir jetzt. Auch die Farm. Ne, da unten ist nicht so schön. Wo können wir sie denn mal hinstellen? Da oben. Stellen wir sie da oben hin? Gucken gleich mal, dass wir hier die ersten Upgrades reinhauen, um möglichst schnell möglichst viel Kohle zu generieren dadurch. Jetzt bräuchte ich noch diese Plantagenfunktion. Die kostet natürlich 1500, das macht aber nichts. Ich glaube, das wird sich lohnen. Oh ja, die werfen richtig schön die Bananen raus. Und alle, die wir einsammeln, man muss sie halt selber anklicken, bringen einem natürlich Moneten ein. Aber upgraden oder vielleicht erst den Flammenwerfer. Ich brauche, glaube ich, erst den Flammenwerfer. Was hat er denn da für eine Extreme-Kanone? Krasses Ding. Muss man ihm lassen. Oh, da kommen die ersten Metalldinger. Die Frage ist, ob er welche schickt oder nicht. Wie viel brauchen wir denn für eine Flammenwerfer? 3, 6. Die haben wir fast. Komm schon. Sprit um, jawohl. Flammenwerfer ist drin. Der müsste jetzt eigentlich ja gut was wegräumen. Jetzt erstmal länger. Länger Collins. Ja, genau. Deutsch ist wieder so eine Sache. Longer Cannons natürlich. Wenn wir jetzt da unten noch ein Boot hinstellen, wäre das vielleicht auch nie verkehrt. Aber ich brauche das hier, die Plantage, denn generieren die mehr oder schneller. Oder einfach noch eine bauen, aber ich habe hier einfach nicht so viel Platz. Nee, ich grade sie ab. Das generieren die deutlich schneller. Ich kann hier unten vielleicht ein zweites Boot irgendwo hinstellen. Da! Das passt tatsächlich rein. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier auch schnell noch den Grape Shot drin haben. Oh, okay, jetzt brauche ich bloß mal mehr Reichweite und Crow Nest. Faster Shooting, jawohl, das passt. Okay, die decken hier unten aber eine riesen Fläche ab. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Okay, das sollte eigentlich erstmal standhaft sein. Frage ist, ob wir da jetzt einfach noch ein Boot hinstellen oder es wagen, noch eine Fabrik hier zu bauen. Aber wohin kriege ich da oben noch? Ich kriege da oben noch eine zwischen. So ganz eng passt sie rein. Direkt upgraden. Dass wir hier richtig, richtig Kohle generieren. Ah, das sieht nicht schlecht aus. Vielleicht noch einen zweiten Magier dazu. Vielleicht auf die andere Seite stellen.
Okay, Fireball mag ich Sens. Jetzt bräuchte ich noch das Upgrade hier. So, das passt. Kann ich die schon upgraden hier? Nein. Oh, das sieht standhaft aus. Wir sind Runde 20 und die kommen hier kein Stück raus. Die Ballons. Jetzt bräuchte ich den noch auf Lightning Bolt. Oh, jetzt wird's aber eng. Lightning Bolt, Target Storm, komm schon. Oh, ich muss boosten. Ich muss tatsächlich boosten. Ging was durch? Nein, es ging nichts durch. Auch sogar die Plantagen werden mitgeboostet. Die generieren ja jetzt 100 Mal schneller. Schön. Gleich upgraden nochmal. Dann könnte ich den vielleicht noch auf Flammenwerfer bringen. Oder hier unten Cannon Ship oder Zerstörer aktivieren. Ich weiß es nicht. Oder noch ein Boot reinstellen. Sollte ich noch ein Boot da reinstellen? Würde das was bringen? Ich glaube, ich muss boosten. Es reicht nicht ganz. Ich hau hier unten aber noch ein Boot rein. Passt das? Es passt. So, gleich alles aktivieren. Oh, kommen da Moneten raus, ey. Unglaublich. Die werden direkt mitgeboostet. Das ist natürlich nicht verkehrt. Wenn ich den jetzt noch auf Flammenwerfer kriegen würde, den zweiten Magier, wird das eine Schlacht hier. Unglaublich. Ich nehme jetzt mal eins auf Cannon Ship. Vielleicht kann das noch was bewirken. Also Moped schicken hat letztes Mal auf jeden Fall nichts gebracht. Die Frage ist, ob ich jetzt auf das Destroyer gehen soll oder Cannon Ship bei den anderen. Gehen wir mal auf Zerstörer. Gehen wir da mal auf Zerstörer. Oh, das sieht richtig gut aus. Oh, jetzt wird es aber eng. Jetzt wird es eng. Muss ich einen Boost? Ich muss einen Boost reinhauen. Hilft nichts. Bei ihm ist ein Teil durchgelaufen. Er musste ebenfalls boosten. Mal schnell hier alles einsammeln. Ich brauche noch Magier irgendwie. Noch einen weiteren. Sonst wird es bald richtig eng. Und der muss auf jeden Fall auf Lightning Ball. Und zwar ganz schnell. Target Strong und boosten kann ich nicht. Aber bei ihm vielleicht. Meint, dass er bei ihm durchrauschen. Das wird eng. Oh, die laufen durch. Aber nicht viele. Bei ihm laufen sie durch. Oh, der hat nicht mehr viel. Es ist gar nicht mal so schlecht. Ich gehe mal auf Cannon Ship. Ich brauche mehr Power. Und ich brauche noch Magier. Ich brauche einfach mehr Abwehr. Es hilft alles nichts. Boah, Runde 26. Jetzt wird's heftig. Ich muss erneut boosten. Denn ich muss den erstmal hochkriegen hier. Ich muss den abgegradet bekommen auf Lightning Bolt. Jawohl. Oh mein Gott, was eine Schlacht hier. Wahnsinn. Hier geht's richtig. Jetzt kommt ein Moped. Ich booste bei ihm mal. Jetzt kommen nämlich die Mopeds, aber keine Geschickten. Die kommen vom Game selber. Aber ich muss bei mir boosten. Bei ihm. Lauf fast durch. Ah, er hat's geschafft. Er konnte es noch aufhalten. Unglaublich. Direkt hier noch Magier hin. Sofort upgraden. Schnell noch die Moneten einsammeln irgendwie nebenbei. Oh, das wird ja richtig hektisch. Lightning Bolt. Oh, jetzt kommen die nächsten Moppets. Wir boosten bei ihm und bei mir. Meine Energie ist auf Null. Das heißt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, ihm Platz zu kriegen, dann habe ich ein Problem. Das kriege ich langsam sowieso. Nächster Magier. Das ist ein ultra heftiges Duell. Aber richtig extrem boosten ist bei mir jetzt out of order. Ich kann nicht mehr boosten, weil ich keine Energie mehr habe. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Unglaublich. Was ein Duell. Wahnsinn.
Das war das krasseste Duell bis jetzt. Keiner hat großartig geschickt. Das war eine reine Abwehrschlacht. Hat mir richtig, richtig Bock gemacht. Am Ende haben wir es geschafft. Und ja, zwei krasse Duelle. Gibt's beim nächsten Mal vielleicht auch so welche? Wir werden es natürlich sehen, auch beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.